Hallo und willkommen hier wieder zu Yu-Gi-Oh! News und zwar mit Osh Charmer Karten 9 und noch ein paar Antike-Antriebskarten, obwohl die kennen wir schon. Dann haben wir hier da noch ein paar Ochama Kaizo oder Ochama Defication, eine Zauberkarte. Kann ich ja öffnen. Ich glaube, die oder die, keine Ahnung. Gut, ein Lichtmonster, Maschine, Fusionsmonster in Extra Deck oder also ein Gegner, was? Ein Lichtmaschine-Fusionsmonster zeigen vom Extra-Deck des Gegners auf den Gegner herzeigen. Ja, herzeigen. Dann die Nummer von Ochama-Monster in der Hand, Feld oder Friedhof verbannen. Und dann das Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Also Monster als Spezialbeschwörung beschwören mit verschiedenen Namen vom Handdeck oder Friedhof. Welche Fusionsmaterialmonster sind, welche Namen speziell da draufstehen auf dieser gezeigten Karte. Und während der Mainphase, man kann diese Karte verfehlt verbannen, drei verbannte Ochama-Monster ins Deck mischen und dann eine Karte ziehen. Dann die Ochama Matching, eine Schnellzauberkarte. Das ist, also man kann eine Ochama-Karte von der Hand oder aufgedeckt auf dem Feld, auf dem Friedhof geben. Eine Karte vom Deck. Also nein, man kann dann zwei Karten vom Deck oder Friedhof, müssen aber Charmer-Monster mit verschiedenen Namen sein und eine Armed Dragon Monster. Achso, okay, der bewaffnete Drache. Außer Hardened Armed Dragon. Dann kann man eine Normalbeschwörung von diesen Monstern machen. Okay, meistens ist es entweder der Level 3er, aber das glaube ich eben nicht. No Charmer. Und wenn der Main Phase 2, man kann diese Karte von Friedhof verbannen, dann drei verbannte Charmer Monster wählen, ins Deck mischen und auch wieder eine Karte ziehen. Gut. Dann haben wir noch das antike Antriebsmonster, der Ancient Gear Frame. Man kann eine Karte abwerfen, einen Ancient Gear Golem oder eine Zauber der Fallkarte, das halt Ancient Gear Golem beinhaltet, vom Deck in die Hand holen. Das ist gar nicht so schlecht. Wenn diese Karte angreift, kann der Gegner keine Zauber der Fallkarten bis zu einer Damage Step aktivieren. Und wenn diese Karte das Feld verlässt wegen eines gegnerischen Effektes, man kann bis zu drei Karten von der Hand als Spezialbeschwörung beschwören, Ancient Gear Golem oder Ancient Gear Golem Ultimate Bound. Und die Beschwörungskondition ignorieren. Auch nicht so schlecht. Ja, er hat Verteidigung 500, das ist ja mal gut. Und dann auch noch so ein Effekt. Ja, kann dann schon andere rausgeben, andere nicht so gute Antike-Antriebsmonster. Und dann natürlich die Fusion. Aber das habe ich ja auch schon mal in einem Video erzählt. Einfach hier, kannst du auch mal durchlesen. Und dann bis zum nächsten Mal.